Hallo Internet! Hier ist wieder Beckensack für euch und ihr habt keine Ahnung, ob ihr es mitbekommen habt, aber vor einigen Tagen ist ja der erste Teaser-Trailer für Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, rausgekommen. Und zu diesem Anlass habe ich mir gedacht, würde es mal Zeit, euch ein kleines Informationsvideo zukommen zu lassen. Und aus diesem Grund gibt es jetzt für euch alles, was ihr über Star Wars Episode 7 wissen müsst. Gut, fangen wir erstmal bei dem Grund an, warum es überhaupt jetzt neue Star Wars Filme gibt. George Lucas ist ein blöder Spasti. Das sagt zumindest die große Mehrheit der Star Wars Fangemeinde seit Jahren. Die neue Trilogie, sprich Episode 1 bis 3, ist ja in den Augen vieler Fans absoluter Mist. Außerdem hat George Lucas mehr als einmal den Fans den symbolischen Stinkefinger gezeigt. Er hat die Original Star Wars Trilogie, also 4 bis 6, oftmals grundlos abgeändert und Sachen verändert und das auch noch in einer Art und Weise, die unfassbar dämlich ist. Han Solo hat zuerst geschossen! Verdammte Axt! Mann! Anschließend hat er dann gesagt, dass es die Originalversion der Filme, so wie es sie damals gab, niemals wieder geben wird auf DVD oder Blu-ray, weil er beim Verändern der Filme angeblich die Originalversionen zerstört hat. Sein Ernst jetzt? Wirklich? Sein Ernst? Und zu einem Überfluss hat George Lucas dann noch gesagt, dass ihm die Gefühle der Fans scheißegal sind und dass sie doch endlich mal darüber hinwegkommen sollen, beziehungsweise damit klarkommen sollen, dass er das jetzt geändert hat. Mit all diesen ganzen Sachen hat George Lucas über die Jahre hinweg wirklich einen unfassbaren Hass der Fans auf sich gezogen und ist dann, ich sag mal, zum Mobbingopfer der Fangemeinde geworden. But Star Wars will be done my way. I don't care what they have to say. I think that they should let it go. And they'll never get a Blu-ray of the Star Wars that you used to know. Didn't have to change it all. Ja, irgendwann hatte George Lucas dann keinen Bock mehr auf den ganzen Bums und hat kurzerhand mal die Rechte von Star Wars als auch die Rechte von Indiana Jones komplett an Disney verkauft. Und zwar im Oktober 2012. Direkt danach hat Disney sich nicht lang lumpen lassen und hat angekündigt, dass es nicht nur einen neuen Star Wars Film geben wird. Nein, es wird eine ganze neue Trilogie geben und dazu auch noch mehrere Spin-Off-Filme. Diese Spin-Off-Filme sollen Nebengeschichten zu Nebenfiguren aus der alten und neuen Trilogie erzählen. Wobei immer noch nicht klar ist, welche Figuren denn dann wirklich im Zentrum von diesem Film stehen. Es gibt aber Gerüchte, die besagen, dass entweder Yoda, Han Solo, Boba Fett oder auch Obi-Wan Kenobi alle einen Solo-Film bekommen könnten. Der neue Filmplan für die ganzen Star Wars-Filme, die dann jetzt in der Zukunft kommen, sieht dann vorläufig jetzt erstmal wie folgt aus. 18. Dezember 2015. Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, kommt in die Kinos. Ein Jahr später soll dann das erste Star Wars Spin-Off folgen, wo man bisher immer noch nicht weiß, wer da überhaupt die Hauptrolle spielen wird. Das Jahr darauf, 2017, soll dann Star Wars Episode 8 kommen. Danach dann wieder ein Star Wars Spin-Off und zu guter Letzt dann nochmal Star Wars Episode 9. Das ist jetzt nur ein vorläufiger Plan. Fuck. Ich will nicht drüber nachdenken, wie alt ich dann bin. Gedreht wird zumindest Star Wars Episode 7 von J.J. Abrams. Ich finde den Namen einfach geil. Der ja auch der Regisseur der neuen Star Trek Filme ist. Wow. Der Typ muss den Weltraum echt geil finden. JJ. Ich hatte im Vorfeld sehr große Angst, dass sie auf die Idee kommen, diese Kameraden hinter mir nicht mehr mitmachen zu lassen, aber allen Befürchtungen zum Trotz ist bestätigt, dass sowohl Mark Hamill als auch Carrie Fisher und Harrison Ford alle wieder mitmachen. Ja. Nicht nur das, sogar die Typen, die C-3PO, R2-D2 und Chewbacca gespielt haben, sind wieder mit von der Partie. Tja, der Einzige,
der bisher immer noch fehlt, ist Billy Dee Williams, auch bekannt als Lando Calrissian. Es ist noch jemand hier, der dir etwas dazu sagen will. Versau das nicht, Mann. Sei nicht dumm. Lando hat recht. Billy Dee. Dass der ganze alte Cast wieder mitmacht, ist natürlich freaking awesome. Aber es sollte jedem klar sein, dass manche von denen echt steinalt geworden sind. Also ich will Carrie Fisher nicht mehr in einem Metallbikini sehen. Gerade deswegen sollte jedem klar sein, dass sie nicht mehr das Zentrum der neuen Trilogie sein werden. Sie machen zwar mit und werden wahrscheinlich auch einen sehr wichtigen Part darin haben. Aber es ist eher wahrscheinlicher, dass sie den Staffelstab, sage ich jetzt mal, an eine neue Generation von Schauspielern weitergeben werden. Und eben dieser neue Cast steht auch schon fest. Und ich muss das mal eben ablesen, weil ich kann mir das nicht alles merken. zu dem neuen Cast gehören unter anderem John Boyega. Das ist der Kerl, den wir auch schon im ersten Teaser-Trailer als eine Sturmtruppe gesehen haben. Und Gerüchten zufolge wird er wahrscheinlich die neue Hauptperson werden. Also sprich der neue Luke Skywalker, der sich von dem Imperium abspaltet, um dann später ein Jedi-Ritter zu werden. Interessant. Dann auch noch Daisy Ridley. Diese junge Dame wird wahrscheinlich die Tochter von Han Solo und Leia Organa spielen. Dementsprechend wird sie wahrscheinlich auch ein Empfinden für die Macht haben. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, auch zum Jedi-Ritter werden. Dann haben wir noch Adam Driver. Über den ist nicht so viel bekannt, aber weil wir im Vorfeld wussten, dass ein jüngerer Bösewicht gesucht wird, liegt hier die Vermutung nahe, dass er ein junger Sith wird, der dann der Antagonist für die Story sein wird. Eventuell ist es sogar der Typ, den wir im ersten Teaser schon gesehen haben mit diesem Kreuzlichtschwert. Weiter geht es mit Oscar Isaac und der ist so ziemlich der uninteressanteste Neuzugang, denn der wird wahrscheinlich einfach nur irgendeinen random Militäroffizier oder weiß ich nicht was spielen. Also ich glaube nicht, dass der da große Relevanz hat. Dann gibt es noch Donald Gleason, auch ein sehr junger Schauspieler, hat bei Harry Potter mitgemacht. Da vorweg gesagt wurde, man sucht das Zentrum von drei jungen Charakteren, ist es sehr wahrscheinlich, dass er der neue Han Solo wird, sage ich jetzt mal. Weil wir schon zwei Jedi-Ritter haben, eine Leia ist dabei, macht am meisten Sinn. Und dann haben wir noch Max von Sydow. Und wenn wir uns diesen älteren Herren mal ansehen, dann denke zumindest ich sofort an Sith Lord. Und denke, er könnte irgendeine Verbindung zu Palpatine haben oder zu der dunklen Seite der Macht. Vielleicht ist er der Meister von Adam Driver in dem Film. Aber bestätigt natürlich noch nichts. Und last but not least haben wir Andy fucking Serkis. Ja, den meisten von euch ist er wahrscheinlich eher bekannt als Gollum aus dem Herrn der Ringe. Oder auch Caesar aus dem neuen Planet der Affen Film. Und das ist ganz interessant, dass Andy Serkis mitmacht, denn eigentlich ist er nicht dafür bekannt, dass er wirklich in seiner eigenen Person in den Filmen auftritt, sondern eher ja für Motion Capture. Und wer Andy Serkis kennt, der weiß, dass er mittlerweile in Hollywood sowas wie der Motion Capture Gott geworden ist. Ja, er war auch letztens bei am Set von Marvel's The Avengers 2 und hat Mark Ruffalo, der da den Hulk spielt, Tipps und Tricks gegeben, wie er das Motion Capture besser rüberbringen kann. Und deswegen glaube ich eher, dass er entweder ein Alien oder einen Roboter oder irgendwie sowas per Motion Capture spielen wird. Ist aber natürlich jetzt auch noch nicht bestätigt, wir wissen es nicht. Was außerdem alle musikalischen Freunde unter euch freuen wird, ist, dass John Williams, der Komponist der alten Star Wars Filme, auch wieder in der neuen Trilogie die gesamte Musik beisteuern wird. Ja, der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht zu Recht, was ist denn jetzt eigentlich mit George Lucas? Ja, das wissen wir nicht. Seine Rolle ist eingetragen als inspirierende Quelle für die Filmemacher. Aber die Frage ist natürlich, inwieweit sie davon dann wirklich letztendlich Gebrauch machen. Hey, hey, JJ, hey, hey, ich bin's, George, George Lucas. Hey, ich habe super Ideen für die neuen Star Wars Filme. Was? Ach so, ja, klar, George. Klar, Lukas.
komm rein. Was ist los? Okay, JJ, ich erzähl dir alles. Also, zuerst ersetzen wir alle Schauspieler gegen computeranimierte Figuren. Und dann gehen die alle in den Senat, den sie jetzt wieder aufgebaut haben, und diskutieren darüber, ob sie die Mehrwertsteuer erhöhen sollen. Ja, und Du, Georgie, ich weiß jetzt nicht, ob das so geil ist und Nee, pass auf, das Beste kommt ja noch. Und dann fliegen die nämlich da so rum, so auf Tatooine und so. Und dann auf einmal fliegen da so rum und dann ist so ein böser Sith-Lord da. Und alle denken so, wow, oh mein Gott, wer ist das? Und dann kommt nämlich die große Enthüllung. Der Sith-Lord ist Jar Jar Binks. Obi? Obi! Nichts haben gewartet auf seine Chance. Nichts regieren nun das Universum. Nichts sein auf der dunklen Seite. Oh Mann. Und ist der Hammer, oder? Ich weiß, du musst mir nicht sagen. Es ist der Ultra-Hammer, ich weiß. Du, Georgie, ich sag dir was. Gib mir mal deine Zettel. Ich lese mir das erstmal durch. Wenn ich Zeit hab. Nächste Woche. Und dann schauen wir mal, ne? Dann schauen wir mal, ne? Ist okay. Passt schon. Ja, aber du musst mich dann unbedingt anrufen und so, ne? Ja, ja. Ja, ja, mach ich. Haust du erstmal rein, ne? Mhm. Sicherheitsdienst! Über die Story von den neuen Star Wars Filmen ist mehr oder weniger gar nichts bekannt. Wir wissen nur, dass das Ganze 30 Jahre nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielt und dass die Hinterbliebenen des Imperiums immer noch ihr Unwesen treiben in der Galaxie weit, weit entfernt und den Leuten immer noch so ein bisschen in die Suppe spucken. Wer jetzt ein anständiger Nerd ist, der weiß natürlich, dass es eine Fiktion von Comics und Büchern und Videospielen und weiß der Geier was noch alles gibt, die Geschichte von Star Wars nach Episode 6 über die gesamten Jahrzehnte, seitdem der Film rausgekommen ist, immer noch weitererzählt haben. Und leider hat sich Disney erstmal so gesagt, ja, kennst du Wayne? Und so hat Disney mal eben alles, was es vorher gab und was die Star Wars Reihe noch weitergeführt hat, mal eben als nichtig erklärt. Sprich, das Ganze ist jetzt nie passiert und zählt nicht mehr. Die neuen Star Wars Filme beziehen sich wirklich nur noch auf Episode 1 bis 6 und die Animationsserien, die es gibt, zum Beispiel Clone Wars. Und ansonsten ist denen alles andere Bums. Und solche Story-Sachen wie Großadmiral Thrawn oder Mara Jade gibt es nicht. Sind nie passiert. Mara Jade, warum wirst du uns vorenthalten? Oh. Das heißt jetzt für uns Fans, die sich noch über die Filme hinaus mit Star Wars beschäftigt haben und die Bücher gelesen haben und all so ein Kram, dass wir jetzt erstmal alles, was wir über Star Wars kannten, so ziemlich vergessen können. Und was die Story angeht, auch wir mal komplett im Dunkeln tappen. Ich muss sagen, auf der einen Seite finde ich das schon irgendwie scheiße, weil man meiner Meinung nach nicht einfach sagen kann, diese ganzen Sachen, die jahrzehntelang weitergeführt wurden, sind jetzt mal eben komplett nichtig geworden. Und ja, danke, dass ihr euch damit beschäftigt habt, aber zählt nicht, weil das ist schon irgendwie so ein bisschen scheiße. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es doch schon irgendwie spannend einfach, weil jetzt alle Star Wars Fans sich auch wirklich ohne Wissen ins Kino setzen können und den Film so erleben können, wie er dann eben kommt, und dass sie später halt nicht dadurch dann angepisst sind, dass es auf Comicbüchern oder auf Film basiert, dass es nicht so umgesetzt wurde, wie sie sich das vorgestellt haben, und dann später rummäkeln oder dann enttäuscht sind, weil es ist ja alles offen, es kann ja jetzt alles passieren, und das finde ich jetzt eigentlich mal ganz gut, denn ich bin häufiger mal angepisst. Zum Beispiel bei Marvel-Filmen. Ja, ich guck dich an, Iron Man 3. Du warst kacke! Trotzdem gibt es natürlich schon einige Theorien zu der Story der neuen Filme, aber darüber erzähle ich euch nochmal was in einem weiteren Video, was dann die Tage auch kommt. Wir fassen das Ganze mal zusammen. Es gibt nicht nur 3 neue Star Wars Filme, nein, es gibt mindestens 6 neue Star Wars Filme, da wir nämlich auch noch ein paar Spin-Offs bekommen. Darüber hinaus ist der gesamte Cast von Star Wars 4 bis 6 wieder mit am Start, wird aber wahrscheinlich nicht die zentrale Rolle spielen, sondern eher den jüngeren neuen Cast nur unterstützen.
Das erweiterte Star Wars-Universum, was es jahrzehntelang gab, wurde komplett als nichtig erklärt und alle toppen so ziemlich im Dunkeln, was die Story angeht. Und Bacon Zack macht demnächst noch ein neues Video über Theorien zu der Story, zu Star Wars Episode 7 und so weiter. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, beziehungsweise ihr bis jetzt schon noch dran geblieben seid, dann solltet ihr euch auch das nicht entgehen lassen. Und zum Schluss möchte ich natürlich nochmal Danke sagen fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch bitte, verbreitet es ins Internet und freut euch auf das nächste Video, wenn ich euch dann Theorien zu der Story von Star Wars 7 erzähle. Und bis dahin sage ich erstmal Haunse Baunse! Du findest die Videos auf Nerdkalypse total geil. Ich finde die Videos auf Nerdkalypse geil. Du möchtest jetzt unbedingt Bacon Zack abonnieren. Ich möchte jetzt unbedingt Bacon Zack abonnieren. Du willst dieses Video an alle Leute teilen, die du kennst und danach dein Leben überdenken. Ich will dieses Video an alle Leute teilen, die ich kenne und danach mein Leben überdenken. Nicht vergessen, ich habe erst kürzlich mein Let's Play von Batman Arkham Asylum beendet. Außerdem habe ich die ein oder andere Review für euch, zum Beispiel zu Die Tribute von Panem 3, ein Film, wo die Meinungen ja echt krass auseinandergehen. Ganz im Gegenteil zu Naruto, da ist sich eigentlich jeder einig, dass das Ende ziemlich suboptimal war. Und noch eine kleine Ankündigung für euch, die Abstimmung zum nächsten Let's Play von mir ist beendet. Ich werde das total bescheuerte Überraschungsspiel nehmen und da werdet ihr in Kürze dann den ersten Teil von bekommen. Freut euch darauf, freut euch außerdem auf das neue Star Wars Theorien Video, was von mir kommt. Und bis dahin sage ich, tschö mit Ö.